Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen des Zentralrats und des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma sowie der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas heiße ich Sie herzlich willkommen. Ich bedanke mich, dass Sie heute mit uns gemeinsam an die verfolgten und ermordeten Sinti und Roma Europas gedenken. Die Gedenkreden werden gesprochen von der Überlebenden des Holocaust, Rita Brigmore, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Petra Pau, Staatsminister für Europa, Michael Roth, und Vorsitzender des Landesverband Deutscher Sinti und Roma Brandenburg, Peter Rosenberg. Anschließend der Gedenkreden möchte ich Sie bitten, Ihre Blumen am Denkmal niederzulegen und mit einer Schweigeminute an die Opfer des Holocaust zu gedenken. Nun möchte ich Rita dich bitten, deine Rede zu halten. Danke. Bleiben Sie drauf. Könnt ihr mich hören? Ja. Dankeschön. Guten Tag. Ich freue mich über so viele Leute, die heute gekommen sind zu diesem speziellen Tag. Und dass ich euch sprechen kann und meine Geschichte und meine Familie erzählen kann. Sehr geehrte Damen, Herren und liebe Freunde, manche Leute sagen mir, wir wollen diese alte Geschichte der Nazis nicht mehr hören. Wir haben genug davon. Und leider sagen das auch manche Politiker. Das tut mir sehr weh. Denn ich bin davon überzeugt, dass es wirklich wichtig ist, über die Geschichte unseres Volkes, der Sinti und Roma, zu sprechen. Wir dürfen nie aufhören, an das Leid der unzähligen Opfer zu erinnern. Ohne Erinnerungen können wir das Böse nicht überwinden und kein Lehrer für die Zukunft daraus ziehen. Unser Volk hat unter den Nazis so unmenschlich gelitten und erfährt auch heute noch Diskriminierungen, Rassismus und Ausgrenzung. In Auschwitz starben schätzungsweise über 20.000 Sintis und Roma. Insgesamt wurde 1 Million Menschen umgebracht. Sie wurden fabrikmäßig vernichtet durch grausame Misshandlungen, Hunger, Seuchen und vor allem durch das Giftgas Zyklon B. 1.000 Menschen kamen in Auschwitz auch durch medizinische Versuchungen um. Dafür war besonders Josef Mengele verantwortlich, der leitende Arzt des sogenannten Zigeunerlagers. Mengele hatte einen Schüler und Vertrauten des Namens Dr. Werner Heide. Heide war auch, in meiner Heimatstadt Würzburg als Direktor der Universitätsnervenklinik. Er war außerdem verantwortlich für die Planung und Durchführung der sogenannten Aktion T-Fair. Dem Mord an rund 100 Menschen mit Behinderungen, seelischen Erkrankungen. Werner Heide war auch verantwortlich für die medizinische Versuchung an meiner Zwillingsschwester Rolanda und mir. Rolanda und ich wurden am 3. März 1943 geboren. Knapp 2 Jahre stellten die Nazis meine Mutter Theresia vor der Entscheidung. Zwangssterilisation oder Konzentrationslager. Also wurde ein Termin für den Eingriff vereinbart. Aber zum Glück waren meine Schwester und ich bereits auf dem Weg. Das musste meine Mutter der Gestapo melden. Der Leiter der Zigeunerreferats in Würzburg entschied, dass meine Mutter einen Abbruch machen müsste. Doch es kam anders. Bei einer angeordneten Untersuchung in der Universität stellte man fest, dass meine Mutter Zwillinge erwartete. Das änderte alles. Meine Mutter erhielt eine Genehmigung, die Kinder zur Welt zu bringen. In den kommenden Monaten wurde sie mehrmals von Werner Heide untersucht. Wenige Tage nach unserer Geburt wurde meine Mutter weggenommen. Auch an uns wurden medizinische Experimente durchgeführt.
Dies hatte katastrophische Folgen bei dem Versuch, unsere Augen zu färben von braun zu blau. Erlitten wir schwere Verletzungen. Meine Schwester Rolanda starb in wenigen Wochen nach unserer Geburt. Ich überlebte, aber ich habe bis heute unter den Folgen zu leiden. Mein Leben lang leide ich unter Kopfschmerzen, Ohnmachtsanfälle. Ich habe Schwindelattacke und kann mich schlecht konzentrieren. Ich würde heute gerne so vieles erzählen über unseren Kampf für Wiedergutmachung und das Schicksal meiner Familie. So verlor ich ihr Leben und erlitt unsagbares Leid. Aber es würde den Rahmen heute sprengen. Ja, meine Familie und ich sind Opfer des Holocaustes. Doch trotz all dieser Erlebnisse fühle ich keine Verbitterung. Stattdessen spüre ich eine große Verantwortung und ich spüre einen Wunsch. Ich will dazu beitragen, dass so etwas nie wieder geschieht. Es hilft nichts, mich ein Leben lang als Opfer zu fühlen und wütend zu sein. Das Einzige, was hilft, ist die Vergebung. Der Hass vergiftet die Zukunft. Er vergiftet unser Leben. Hass zu therapieren, das bedeutet eine große Anstrengung. Wir müssen versuchen, auf den zuzugehen, den wir ablehnen, vor dem wir uns fürchten, der uns fremd und andersartig ist. Wir müssen ihn begegnen und versuchen, ihn zu verstehen. Das ist unbequem, denn es zwingt mich, den eigenen abgelehnten Gefühle, Vorurteile zu hinterfragen. Das ist eine Arbeit, mit der jeder bei sich selbst beginnen muss. Und es ist eine Arbeit, die wichtiger ist denn je. Wir haben eine Zeit, in der einige Politiker Mauer bauen, um Wählerstimmen zu gewinnen. Wir leben in einer Zeit, in der Hilfsuchende und Minderheiten zu Sünderbocken gemacht werden. Und wir leben in einer Zeit, in der viele einen Schlussstrich unter das Unrecht der Vergangenheit ziehen wollen. Dass wir heute rechtsradikale Politiker in vielen europäischen Parlamente sitzen, das macht mir große Angst und es macht mich wütend. Es sei eine andere Zeit, aber es ist dasselbe Böse. Das hat unser Bundespräsident vor wenigen Tagen gesagt in seiner historischen Rede in Yad Vashem. Dasselbe Böse zeigt sich heute, wenn Hass und Hetze sich ausbreiten, bei Anschlägen auf Synagogen oder im Alltag, wenn Menschen wegen ihrer Religion und ihres Aussehens angegriffen werden. Dasselbe Böse zeigt sich in der verbreiteten Gleichgültigkeit. Es gibt keine kollektive Aufschrei, wenn Menschen auf der Flucht ertrinken, Kindern verhungern und alte, einsame und verlassene Heime sterben. Aber meine liebe Freunde, ich bin trotzdem nicht pessimistisch, weil ich weiß, dass wir gemeinsam die Welt verändern können. Bauen wir gemeinsam ein Europa und in die ganze Welt eine Gesellschaft auf, in der Sintis und Roma und alle anderen Minderheiten längst nicht mehr diskriminiert werden. Schweigen wir nicht, wenn wir Zeuge eines Unrechts werden. Erheben wir unsere Stimme gegen die Gleichgültigkeit. Hassen wir nicht denjenigen, der uns fremd vorkommen. Wir gehen aufeinander zu und überwinden unsere Vorurteile. Denn als Vertreterin eines Volkes, das seit Jahrhunderten Ausgrenzungen und Verfolgungen erlebte, weiß ich, jedes Urteil kann in einer Katastrophe wie Auschwitz enden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Damen und Herren, wir gedenken heute alle Opfer
des Nationalsozialismus. Wir gedenken heute der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 75 Jahren. Wir gedenken hier heute der von den Nazis ermordeten Sinti und Roma. Es war ein Völkermord, wie auch der an den Jüdinnen und Juden. Und obwohl es viele Bürgerinnen und Bürger damals wissen konnten, was geschah, gab es dagegen kaum Widerstand aus der Gesellschaft. Bevor ich auf dieses Problem noch einmal näher zu sprechen komme, möchte ich Ihnen eine Geschichte aus meinem Alltag hier nebenan im Parlament, im Reichstagsgebäude erzählen. Ich überschreibe sie mit mahnende Kunst. Wenn ich im Bundestag Besucher empfange und die Zeit reicht, dann gehen wir durch die Parlamentsgebäude mit Halt an mehreren Kunstwerken. Davon gibt es viele. So viele, dass sie einen ganzen Bildband füllen. Vor allem zwei gehören bei mir zum Standardprogramm. Beide sind im Reichstagsgebäude. Und beide waren höchst umstritten, bevor sie hier Einzug hielten. Das eine ist der Andachtsraum, gestaltet von Günter Uecker. Er bietet Raum und die dazugehörigen Utensilien für alle relevanten Religionen. Für Christen, für Juden, für Muslime, auch für Hindus. Einige Politiker forderten damals ein dominierendes Kreuz. Günter Uecker blieb standhaft und gestaltete den Raum entsprechend diesem Entwurf. Das zweite Kunstwerk ist im Innenhof des Gebäudes. Es ist von Hans Hake. Er schuf einen Schriftzug der Bevölkerung im bewussten Kontrast zu der Giebelinschrift dem deutschen Volke. Die Buchstaben werden umgrünt. Wer wollte, konnte aus seinem Wahlkreis ein Säckchen Erde mitbringen. Und was diese Erde barg, und was aus ihr wächst, soll gedeihen, unbeschnitten und unbegradigt. Uecker plädiert für einen gleichberechtigten Dialog, interreligiös. Hake mahnt uns Abgeordnete, für alle Bürgerinnen und Bürger da zu sein, multikulturell und nicht etwa nur für Deutschgermanen. Lange Zeit hatte ich beide Werke vor allem als Erinnerung an die mörderische Zeit des Faschismus interpretiert. Aber spätestens, seitdem diese von einem bekannten AfD-Politiker als Fliegenschiss verharmlost wurde, weiß ich, Uckers und Hakes Mahnungen sind brandaktuell. Soweit die Geschichte. Sie sehen mich also durchaus besorgt über aktuelle Entwicklungen. Hass und Gewalt inmitten der Gesellschaft nehmen zu. Diese Entwicklung war absehbar. Bereits im Jahr 2011 hatten Wissenschaftler eine Langzeitstudie über deutsche Zustände vorgestellt. Ihr Fazit damals schon: die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nimmt zu, ebenso die Akzeptanz von Gewalt als Politikersatz. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist mehr als Rassismus. Sie betrifft auch Obdach- und Erwerbslose, Menschen mit Behinderungen und so weiter und so weiter. Aber ebenso Jüdinnen und Juden sowie Sinti und Roma. Umso mehr bedarf es eines tatsächlichen Aufstandes der Anständigen dagegen. Vielleicht erinnern Sie sich. 2018 gab es hier in Berlin eine machtvolle Demonstration für Bürgerrechte, Menschenrechte und Demokratie. 240.000 Bürgerinnen und Bürger
aus ganz Deutschland waren dabei. Das war groß und hat Mut gemacht, aber das reicht nicht. Jene, die nationalistisch und rassistisch unterwegs sind, haben inzwischen eine Partei und sind in allen Landtagen der Bundesrepublik, im Bundestag, im Europäischen Parlament vertreten. Und ich habe noch vor Augen die allererste Anfrage, die diese Formation hier im Bundestag einbrachte, war eine Anfrage nach in Deutschland geborenen Menschen mit Behinderung. Ein Abgeordneter dieser Partei wollte jüngst wissen, wie viele Sinti und Roma in Sachsen leben. Solche Erfassungen hat es in Deutschland schon einmal gegeben. Das alles sage ich nicht, um unsere, um Ihre Sorgen zu vergrößern, sondern damit Sie wissen, das haben wir durchaus im Blick. Wir müssen gemeinsam das Grundgesetz verteidigen, begonnen bei Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wohlbemerkt die Würde aller Menschen, auch die Würde von Sinti und Roma. Und dabei dürfen Sie mich auch weiter an Ihrer Seite wissen. Sehr verehrte, liebe Frau Brick-Moore, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag mit Petra Pau und Claudia Roth an der Spitze, liebe Kolleginnen und Kollegen aus anderen Landesparlamenten, Frau Rosenberg, Herr Steinhardt, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Über Heinrich Bode, der am 13. September 1943 im Konzentrationslager Buchenwald umkam, schrieb der zuständige Amtsgerichtsrat Ohlbrogge im Juni 1942, ich zitiere, er bedarf einer straffen Aufsicht und Lenkung, um seine abartigen Neigungen, die ihn schon des Öfteren mit dem Strafgesetz in Verbindung gebracht haben, zu unterdrücken. Der Name des ermordeten 12-jährigen Mädchens aus dem Häftlingskrankenbau Zigeunerlager Auschwitz fehlt auf der Karteikarte. Die Josef Mengele am 29. Juni 1944 zur Anordnung histologischer Schnitte ihres Kopfes unterzeichnete. Sie war Opfer seiner grausamen Menschenversuche. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Heinrich Bode und das namenlose Mädchen stehen mit ihrer Geschichte stellvertretend für die Gräueltaten, die Deutsche während des nationalsozialistischen Terrorherrschaft an Homosexuellen und Sinti und Roma verübten. Es sind ganz unterschiedliche Geschichten und Schicksale, doch sie tragen auch Gemeinsamkeiten. Sie zeugen von der kalten und grausamen Bürokratie, auf der das faschistische Regime aufbaute und die es schließlich zu millionenfachen Massenmord befähigte. Sie verdeutlichen das abstoßende Menschenbild der Täter, die ihren Opfern die Würde aberkannten. Hier in der Mitte Berlins gibt es auf engstem Raum mehrere Denkmäler, die an die Opfer des Holocaust erinnern. Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, politisch Andersdenkende wie Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, Kommunistinnen und Kommunisten oder auch Menschen mit Behinderung. Wir dürfen in unserer Trauer niemanden vergessen, ignorieren oder gar ausgrenzen. Deshalb setze ich mich sehr dafür ein, der rund 25 Millionen NS-Opfern auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion würdig und angemessen zu gedenken. Wir dürfen die authentischen Orte der Vernichtung und des Terrors in Russland, Belarus und der Ukraine nicht dem Vergessen anheimfallen lassen. Hier gibt es noch so viel zu tun und die Zeit drängt. Unsere gemeinsame Erinnerungskultur in Deutschland ist vom Verständnis geprägt, dass das Gedenken an die Ermordeten und Geschundenen, unsere Erinnerung an Vernichtung, Hass, Vertreibung und Krieg, Orte und Rituale braucht. Auch dieses Denkmal, an dem wir uns jetzt hier versammelt haben, gibt uns Orientierung
Halt und Kraft. Ein Ort der Trauer. Aber Orte und Rituale reichen nicht. Das spüren, ja, das wissen wir alle. Aus Trauer und Gedenken muss sich etwas entwickeln, nämlich Einsicht und Taten, die mehr sind als Lippenbekenntnisse. Lassen Sie uns bei aller politischer Verschiedenheit Hand in Hand kämpfen für universelle Rechte, die für alle Menschen gelten, nicht Angehörige einer Minderheit, sondern als Menschen. Niemand darf wegen seines Glaubens, seiner Ethnie oder seiner sexuellen Identität in Angst leben müssen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unser Innern hat uns gegen das Böse nicht immun gemacht. Die bösen Geister, davon ist schon gesprochen worden, zeigen sich heute in neuem Gewand. So hat es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag in seiner Rede in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem auf den Punkt gebracht. Unser Bundespräsident hat leider recht. Heute bahnen sich in ganz Europa, auch und vor allem in Deutschland, erneut Nationalisten und Populisten ihren Weg in die Parlamente, in die Köpfe und in die Herzen der Menschen. Auf unseren Straßen und Plätzen werden wieder antisemitische, antiziganistische und homophobe Parolen gerufen. Immer noch zählen, du Jude, du Zigeuner und du schwule Sau, zu den häufigsten Schimpfwörtern auf deutschen Schulhöfen. Selbst in so liberalen, weltoffenen Metropolen wie Berlin werden Jüdinnen und Juden, aber auch schwule und lesbische Paare auf der Straße körperlich angegriffen oder übelst beschimpft. Und auch Diskriminierung von Behörden gegenüber Sinti und Roma ist hierzulande leider kein Einzelfall. Das alles in Deutschland, das alles im Land der Täter erleben zu müssen, ist besonders beschämend. So lange haben wir uns in der trügerischen Sicherheit gewogen, dass wir hier die Mehrheit seien. Das reicht nicht mehr. Wir müssen als Mehrheit endlich lauter, sichtbarer, engagierter werden gegen Hass und Hetze, Intoleranz, Demokratieverachtung und Rassismus. Es gibt keinen Grund zur Entwarnung. Nirgendwo. Fast überall, wohin ich als Europastaatsminister reise, treffe ich mich mit Vertreterinnen und Vertretern von Minderheiten. Seien es geflüchtete Menschen, Mitglieder der jüdischen Gemeinde, Sinti und Roma, Schwule und Lesben. Und sie alle berichten mir, immer noch werden an viel zu vielen Orten dieser Welt Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität diskriminiert, gemobbt, ausgegrenzt. Es bleibt also weiterhin viel zu tun im Kampf gegen Diskriminierung, Ausgrenzung, Hass und Gewalt. Unsere Botschaft ist dabei klar. Null Toleranz gegenüber den Intoleranten. Null Toleranz gegenüber Antisemitismus, Homophobie, Antiziganismus, Rassismus und Nationalismus. Auch während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr dieses Jahres möchte ich gemeinsam mit Ihnen dazu beitragen, dass die Sichtbarkeit und Teilhabe von Sinti und Roma in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft gestärkt wird. Erste Schritte gibt es bereits. Das Europäische Roma-Institut für Kunst und Kultur wurde 2017 hier in Berlin gegründet. Und Kunst und Kultur der Roma europaweit zugänglich und sichtbar zu machen. Doch gibt es immer noch viel zu wenige Politiker, Wissenschaftlerinnen, Journalisten und Unternehmerinnen, die als stolze Sinti und Roma und damit Vorbilder in unserer Öffentlichkeit stehen. Wir dürfen in unseren Anstrengungen für ein Europa der Toleranz und der Vielfalt nicht nachlassen. Wir sind alle gefordert, die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Weltweit, jeden Tag. Das schulden wir den Opfern, derer wir heute gedenken. Das schulden wir unserer Selbstachtung als Bürgerinnen und Bürger eines friedliebenden, demokratischen, freiheitlichen, bunten und vielfältigen Deutschlands. Vielen Dank.
Liebe Rita, verehrte Anwesende, am 27. Januar 1945, dem Tag der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee, existierte das sogenannte Zigeunerlager in Auschwitz-Birkenau nicht mehr. Die SS hatte die noch lebenden Häftlinge dieses Lagerabschnitts in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 in den Gaskammern ermordet. Zuvor, im Frühjahr 1944, überstellte die SS etwa 3000 noch sogenannte arbeitsfähige Häftlinge, die sich ihrer Ermordung widersetzt hatten, auf andere Konzentrationslager. Und diejenigen, die in Auschwitz zurückblieben und ermordet wurden, waren vor allem Kinder sowie alte Menschen, kranke Menschen und schwache Menschen. Unter ihnen auch meine Urgroßmutter Anna Rosenberg mit ihren kleinen Enkelkindern. Wer in ein anderes Konzentrationslager überstellt wurde, musste unter härtesten Bedingungen Zwangsarbeit leisten. Die grausamen Arbeitsbedingungen, die mangelnde Versorgung und die Gewalt der Wachmannschaften kosteten unzähligen Menschen das Leben. Die wenigen Überlebenden erlebten ihre Befreiung im Frühjahr 1945 an unterschiedlichen Orten. So wie Ewald Hanstein etwa, der im Zwangslager Marzahn interniert war und von dort nach Auschwitz deportiert wurde und später zur Arbeit in den Lagern des KZ-Komplexes Mittelbau-Dora gezwungen wurde. Er befand sich auf einem der sogenannten Todesmärsche, als die amerikanischen Truppen näher kamen und die Wachmannschaften die Flucht ergriffen. Und in seiner Erinnerung schildert er die Situation kurz nach seiner Befreiung. In verdreckter Häftlingskleidung löffelte ich meine Mütze. Zum ersten Mal nach 9 Jahren durfte ich mich selbst entscheiden. Nachdem das Glücksgefühl abgeflaut war und die Lebensgeister sich wieder regten, kam die unvermeidliche Frage: Wohin mit dir? Eine riesige Leere tat sich auf. Von den lieben Menschen, mit denen ich mein Leben geteilt hatte, war fast niemand mehr da. Das wurde mir nach und nach auf schreckliche Weise bewusst. Und von denen, die vielleicht noch existierten, gab es keinerlei Spur. Ich blickte mich um und beneidete die freundlichen amerikanischen Soldaten, die ihren Job machten. Sie kehrten vielleicht wieder nach Hause zurück in ihre Heimat, in den Kreis ihrer Familie. Ich hatte beides verloren. Heimat ist für ein Single dort, wo seine Familie ist. Verehrte Anwesende, dieser Bericht vermittelt zumindest einen Eindruck davon, wie schwierig die Lage der Überlebenden auch nach der Befreiung war. Der Verlust der vertrauten Lebensumgebung und vor allem der Verlust der geliebten Menschen war ein nicht wieder zugutmachender Schaden. Und Vorurteile und Diskriminierung seitens der sogenannten Mehrheitsgesellschaft setzten sich weiter fort. Dazu kam, dass die Täter sich bald schon wieder in Amt und Würden fanden. An eine angemessene Erinnerung oder gar eine Wiedergutmachung und Entschädigung des Völkermords war nicht zu denken. Sie musste eingefordert werden. Und es waren Überlebende wie Ewald Hanstein und mein Vater Otto Rosenberg, die sich in den späten 1970er Jahren im Rahmen der Bürgerrechtsbewegung deutscher Sinti und Roma für die Aufarbeitung und die Anerkennung der rassistisch motivierten Verbrechen an Sinti und Roma einsetzten. Und erst 1982 wurde der Völkermord an den Sinti und Roma durch den damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt anerkannt. Und bis zur Errichtung dieses Denkmals, ja, wie viele Jahre sind vergangen? 30 Jahre hat es gedauert. 30 Jahre, da hat mein Vater noch viel gestritten. Er hat es nicht mehr miterlebt. Viele unserer Opfer
haben die Errichtung dieses Denkmals nicht erlebt. Die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus gehört zum moralischen Fundament unserer demokratischen Gesellschaft. Dafür steht auch dieser Ort zwischen Brandenburger Tor und Reichstagsgebäude im Zentrum Berlins. Leider wird der Stellenwert der Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen immer wieder in Frage gestellt. Es wird verdrängt, verharmlost und geleugnet. Wer meint, den Massenmord an Millionen Menschen verharmlosen zu müssen, der begründet nicht nur weiteres Unrecht, sondern erweckt berechtigte Befürchtung und lässt zu, dass Rassismus und Antisemitismus in unserer Gesellschaft einen Platz finden und dass das Ansehen Deutschlands in der ganzen Welt schaden wird. Das unterstreicht in meinen Augen die fortgesetzte Notwendigkeit der kritischen und offenen Beschäftigung mit der Geschichte. Und das gilt besonders in Zeiten wie diesen, in denen wir mit einem starken Rechtspopulismus, zunehmender Hetze und Ausgrenzung gegenüber Minderheiten in Deutschland und vielen Ländern Europas konfrontiert sind, so wie Petra Pau und Herr Roth das schon angesprochen haben. Meine Damen und Herren, eine Erinnerungskultur, die sich diesen Herausforderungen stellt, muss von staatlichen Institutionen sowie von einer starken Zivilgesellschaft getragen werden. Das sind wir den Opfern der nationalsozialistischen Menschenverbrechen schuldig. Ihr furchtbares Schicksal mahnt uns, gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit anzugehen. Das ist unser Auftrag und Vermächtnis und auch an die nachfolgende Generation. In Anbetracht dieser und anderer Herausforderungen freuen wir uns über verlässliche Unterstützung aus der Politik. Und ich möchte dir, liebe Petra Pau, und Ihnen, Herrn Staatsminister Roth, ganz herzlich danken, dass Sie heute hier bei uns sind und zu uns gesprochen haben. Mein ganz besonderer Dank gilt dir, liebe Ritter, dass du heute die Kraft gefunden hast, hierher zu kommen und den Leuten von deinem Schicksal zu erzählen, von dem Leid deiner Familie, von dem Verlust deiner Schwester. Und es ist ganz wichtig für uns. Ganz, ganz wichtig. Es kann gar nicht gut gemacht werden, was du leistest. Wir verneigen uns vor den Opfern, wir erinnern an sie und wir trauern um sie. Lassen Sie uns gemeinsam eine Schweigeminute einlegen. Ich danke. Thank you.